Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, eine Frage von Schwester Carmen, Johannes 20, Vers 23. Welchen irgend ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Wie ist das zu verstehen? Deine Antwort, etwas umgebaut von einer alten Beantwortung auf bibelkreis.ch. Ich lese sie vor. Liebe Schwester Carmen, Johannes 20, Vers 23. Welchen irgend ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben. Welchen irgend sie behaltet, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten. Hier auf der rechten Seite sind noch Querverweise, die ich aus der Clever Studienbibel mit hineinkopiert habe. Macht es übrigens automatisch. Es hat Gott wohlgefallen, die herrliche Botschaft des Evangeliums nicht Engeln aufzutragen. Das Gesetz wurde Engeln anvertraut. Sondern Menschen sollen es verkündigen, und zwar solche, die versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, 13. Der Diener Christi darf, gebunden an das Evangelium, an die Zusicherung des Wortes, die Vergebung der Sünden verkündigen. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wer nun diese Botschaft annimmt, hat damit Vergebung oder Erlass seiner Sünde. Wer dagegen diese Botschaft nicht annimmt, behält damit seine Sünde. Der Diener Christi wird auch das Letzte zum Ausdruck bringen müssen, und der Ausdruck auch dieser schrecklichen Botschaft wird zur Wahrheit bzw. zur Tatsache bei den Ungläubigen. Es hat Gott wohlgefallen, die herrliche Botschaft des Evangeliums nicht Engeln aufzutragen. Das Gesetz wurde Engeln anvertraut, sondern Menschen sollen es verkündigen, und zwar solche, die versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, 13. Der Diener darf, gebunden an das Evangelium, an die Zusicherung des Wortes, die Vergebung der Sünden verkündigen. 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wer nun diese Botschaft annimmt, hat damit Vergebung oder Erlass seiner Sünde. Wer dagegen diese Botschaft nicht annimmt, behält damit seine Sünde. Der Diener Christi wird auch das Letztere zum Ausdruck bringen müssen. Und der Ausdruck auch dieser schrecklichen Botschaft wird zur Wahrheit bzw. zur Tatsache bei den Ungläubigen. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Des Weiteren redet 1. Korinther 5, 13 davon, dass der Böse hinausgetan werden soll. 1. Korinther 5, 13. Die aber draußen sind, richtet Gott, tut dem Bösen von euch selbst hinaus. Und 2. Korinther 2, 6. Die von den vielen sind, so dass ihr
Im Gegenteil vielmehr vergeben und ermuntern solltet, damit nicht etwa ein solcher durch übermäßige Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn zu bestätigen, denn dazu habe ich auch geschrieben, auf dass ich eure Bewährung kennenlerne, ob ihr in allem gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich, denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Von der Wiederaufnahme eines solchen, wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich und so weiter. Dieser Ausschluss und diese Aufnahme in Gebundenheit an das Wort und unter der Leitung des Geistes sind vor dem Herrn gültig. Vergleiche dazu auch 2. Thessalonicher 3,6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Titus 3,10. Einen sektiererischen Menschen weise ab, nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung. Titus 3,11. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er durch sich selbst verurteilt ist. 1. Timotheus 1,20. Unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Diese Stelle wird häufig so ausgelegt, als ob sie sich nur auf die Apostel bezöge und keine Beziehung habe zu den Kindern Gottes im Allgemeinen. Ist dem so? Erstens, vor allen Dingen ist es gut und wichtig festzustellen, dass es sich in dieser Stelle keineswegs um ewige Vergebung handelt. Aus dem einfachen Grunde, weil eine solche niemals von irgendeinem Menschen, auch nicht von einem Apostel, in seiner ihm vom Herrn gegebenen Autorität anderen Menschen erteilen werden konnte. Das Wort Gottes sagt uns im Gegenteil, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Der Jesus vergab Sünden. Dadurch offenbarte er, dass in seiner Person Jehova in Gnade dem Menschen nahegekommen war. Er war Gott geoffenbart im Fleische. Vergleiche Psalm 103,3. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten. Mit Lukas 7,48. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Markus 2,5. Als Jesus aber ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Matthäus 2,6. Etliche aber von den Schriftgelehrten saßen daselbst und überlegten in dem Herzen, was redet dieser? Er lästert, wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Markus 2,8. Und alsbald erkannte Jesus in seinem Herzen, dass sie also bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überleget ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, stehe auf, nimm dein Ruhebett auf und wandle. Auf das ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu den Gelähmten. Zweitens, ferner ist wichtig, dass diese Worte nicht an die Jünger in dem Charakter als Apostel gerichtet wurden. Dies geht sehr klar aus dem Johannesevangelium hervor. Denn in demselben werden dieselbe niemals Apostel genannt, sondern einfach Jünger, die durch Glauben Leben empfangen, wie jeder andere Gläubige. Nicht die Vorzüge der Apostel, sondern das gemeinsame Gut aller Glaubenden finden wir hier, nämlich ewiges Leben. Drittens, wir finden Vers 22, dass der Herr
der Auferstandene, in sie hauchte. Er gab ihnen den Heiligen Geist, damit gewissermaßen Auferstehungsleben. Dies haben nicht nur die Apostel, sondern jeder, der mit ihm, dem Auferstandenen, in Beziehung steht. Wie einst Jehovah dem Adam, den Oden, des Lebens einhauchte, 1. Mose 2,7, so hauchte der Herr Jesus in sie, so wurden die Empfänger des Auferstehungslebens in ihm. Wir sollten hienieden von diesem Leben, welches Christus ist, gekennzeichnet sein. In diesem Lebensbande sind wir vereint. Leider kann durch Unwachsamkeit selbst ein Kind Gottes so tief fallen, dass es verleugnet, was es besitzt, die Kraft des Auferstehungslebens in Christo. Daher liegt es uns ob, nach dem hier niedergelegten Worte des Herrn, uns mit der Sünde auch des Bruders zu beschäftigen. Die Stelle in 1. Korinther 5,13, vergleiche 2. Korinther 2,6 bis 11, kann hier wohl herangezogen werden. Es ist ein sehr ernster Schritt. Wir alle sollten sehr wachsam sein im Aufblick zum Herrn Jesus, durch ihn bewahrt zu bleiben vor Sünde. Es ist ein sehr ernster Schritt. Wir alle sollten sehr wachsam sein im Aufblick zum Herrn Jesus, durch ihn bewahrt zu bleiben vor Sünden, die uns der Vorrechte der Gemeinschaft mit ihm und den Seinen berauben. So glaube ich, ist das Vergeben und Behalten zu verstehen. Es ist keine ewige Vergebung noch ewiges Behalten der Sünden hier in Frage, sondern es bezieht sich auf den irdischen Zustand und trägt daher einen zeitlichen Charakter. Die Schwierigkeit dieser Stelle beruht unseres Erachtens auf der Nichtbeachtung des Zusammenhangs und des Wortlautes. Es ist schon gesagt, zu wem diese Worte gesprochen werden, zu Jüngern. Das Wort steht ferner in engster Beziehung zum Geistesempfang, gilt daher jedem, in dem der Heilige Geist wohnt und wirkt. Das Wort ist ferner kein Auftrag, sondern es ist eine Aussage betreffend der geistgewirkten Dunst der Jünger, wie es sein würde in der Zukunft. Sehen wir uns einmal zwei Worte der Jünger an, die vor dem Geistesempfang geredet sind, Matthäus 18, 21. In der Frage liegt, dass es dem Petrus schwer ist zu vergeben, Lukas 9, 54. Sie konnten nicht vergeben, sie wollten ohne Gnade handeln, und demgegenüber sehen wir Jesus. Er hat seine Jünger gelehrt zu beten, wie wir vergeben unseren Schuldnern, Matthäus 6, 12. Er verwies ihnen das Zürnen, Lukas 9, 52 bis 55. Er betet für seine Feinde am Kreuz. Er handelte in Gnade, das heißt, er konnte in Gnade handeln. Es gab andere Gelegenheiten, da handelte und sprach er nicht in Gnade, Matthäus 23 und Matthäus 11, Verse 20 bis 24. Und nach Jesu Himmelfahrt? Woher konnte ein Stephanus vergeben? Apostelgeschichte 67. Woher Paulus in 2. Timotheus 4, 16 und anderem mehr? Woher aber hatte Petrus die geistige Kraft, die Sünde zu behalten? In Apostelgeschichte 5 und Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 14. Nur durch den Geist, durch den er sie in innere Lebensverbindung mit sich selbst gebracht hatte. Wer in dieser Verbindung mit dem Herrn steht, kann denken wie er, handeln wie er, wenn auch in Schwachheit. Und er erkennt an, was in seinen in Abhängigkeit von seinem Geiste tun. Denen sind sie vergeben und so weiter. Dies ist höchst kostbar und wichtig.
sehen wir uns die praktische Folge an. In verschiedenen Kapiteln des Alten Testamentes haben wir Vorbilder für dieses Vergeben, zum Beispiel 4. Mose 12. Wir sehen, wie Miriam und Aaron gegen Mose murrten. Die Folge war der Zorn Jehovas, Vers 9. Miriam war aussätzig. Nunmehr wird die Sünde bekannt, Vers 11. Und dann schreit Mose zu Jehova. Und Jehova hört, wenn auch Miriam 7 Tage lang ihre Strafe tragen muss, so ist ihr dennoch vergeben. Wie kam es zu dieser Vergebung? Mose betete für sie. Das hätte er nicht gekonnt, wenn er nicht zuvor selbst vergeben hätte. Sein Vergeben hat zur Folge, dass Gott wieder in Gnade handelt mit Miriam. Dieselben Grundsätze gelten noch heute. Wenn wir vergeben, ob nach vorausgegangenem Sündenbekenntnis des anderen, also einem Kinde Gottes gegenüber, vergleiche 1. Johannes 1, 9 oder nicht, also Unbekehrten gegenüber, vergleiche Jesu Gebet am Kreuz und Stephanus in Apostelgeschichte 7. Die Folge ist, dass Gott vergeben und wieder in Gnade walten kann. Jesu Gebet am Kreuz, das davon zeugt, dass er selbst vergeben hatte, hatte zur Folge, dass Jehova durch die Predigt der 12 Gnade verkünden ließ. Wir lesen aber nichts davon, dass zum Beispiel Kapernaums Gerichtsandrohung zurückgenommen wurde. Jesus hatte da nicht vergeben. Gott also handelte nicht mehr in Gnade. In Apostelgeschichte 5 handelte es sich um Gläubige, die ewig errettet waren, aber in zeitlicher Hinsicht wurde ihre Sünde von Petrus behalten und Gott handelte im Gericht mit ihnen. Ebenso hat Paulus geleitet vom Geist, gemäß Gottes Gedanken, dem Alexander nicht vergeben, 2. Timotheus 4,14. Und als inspirierter Schreiber spricht er aus, was geschehen wird. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen bösen Werken. Dies sind sehr ernste Dinge. Und es ist ersichtlich, dass das Nicht-Vergeben größere Kraft, Abhängigkeit vom Herrn Jesum, Leben mit ihm erfordert als das Vergeben. Jedoch meinen wir nicht etwa das Nicht-Vergeben aufgrund von Unversöhnlichkeit, das ist ja Sünde, sondern das vom Geist gewirkte Nicht-Vergeben. Unser Vergeben räumt das Hindernis fort, damit Gott wieder in Gnade waltet. Aber unser Nicht-Vergeben bindet Gott gleichsam die Hand. Welche Verantwortung liegt auf uns? Und wie ernst, wenn du und ich nicht vergeben, wo Gott vergeben will? Wenn wir also seine Gnade hindern wollen, wir werden uns unter Zucht bringen. Aber auch wie kostbar, wenn der Geist der Gnade ungehindert in uns wirken kann und wir in Gnade handeln können, zum Beispiel mit dem Bruder, sodass Gott ihm und uns segnen kann. Wer sind wir, dass der Herr uns so Großes anvertraut hat? Er gebe uns und all den Seinen Gnade, sich zu bewähren in der praktischen Betätigung dieser Stelle.